Grüß euch miteinander, da ist wieder die Carina. Heute mit einem Bankworkout im Freien. Das geht natürlich daheim auch. Es braucht einfach einen festen Gegenstand, der ein Körpergewicht aushält. Irgendwas, was stabil ist. Schaut schon mal los, wir wärmen uns auf. Währenddessen blende ich eigentlich kurz die Übungen ein. 6 Übungen sind es dann insgesamt heute. Und wir machen einen Zirkel, wo wir einfach 4-mal die Runde machen. Gar nichts Brutales heute einmal. Gut. Wir joggen einmal. Insgesamt machen wir 6 Übungen und die machen wir im Wechsel, einmal 1 Minute lang. Macht ruhig schon mit. Wir starten einfach ganz locker mit einmal joggen auf der Stelle. Alle Übungen eben gehen daheim auch im Wohnzimmer natürlich. Wenn ihr irgendwas Festes habt, was euer Körpergewicht aushaltet, eine Couch, ein fester Tisch, ein niedriger oder ein Stockerl oder Stirn, geht alles. Gut, die ersten 10 Minuten circa wärmen wir uns wieder auf und danach zeige ich die Übungen vor. Viel Spaß auf jeden Fall. Achtung, erste Minute vorbei, wir machen was für die Schultern. Wir machen Kreise nach hinten. Sehr schön. Und jetzt nach vorne. Sehr schön. Und nochmal nach hinten. Und jetzt aber größer. Jetzt nehmen wir mal die Arme ein bisschen mit. Die Ellbogen. Gut. Und Achtung, jetzt ein kleiner Versuch. Rechte, linke Schulter von euch aus gesehen geht vor, die rechte nach hinten. Und das probieren wir kombinieren. Ganz wurscht, ob das jetzt hinhaut oder nicht. Probiert es aus und hauptsächlich die Schultern sind in Bewegung. Klar, ein kleiner koordinativer Reiz einmal zwischen rein. Zum Probieren. Okay, gut. Nächste Übung, wir joggen wieder. Wieder eine Minute vorbei. Achtung, kleiner Zusatz. Jetzt probieren wir die Knie ein bisschen höher anheben beim Laufen. Das muss jetzt noch nicht maximal sein, aber einfach einmal ein bisschen höher wie normal. Bissal, nur noch 10 Minuten da wieder um. Sehr schön. Und wieder stehen bleiben. Die nächste Übung wieder für den Oberkörper mehr, für den Brustbereich. Beide Hände nach vorne strecken und an. Schwingen wir immer abwechselnd nach hinten. Achtung, eine kleine Variation. Jetzt ziehen wir beide Hände nach hinten und lassen sie immer in der Höhe ein bisschen wechseln. Genau, zieht sie nach hinten und wechselt die ganze Zeit die Höhe ein bisschen. Sehr schön. Das machen wir ein bisschen mehr wie eine Minute. Macht auch nichts. Gut, okay, wir joggen wieder. Nächste Minute.
Sehr gut. Achtung, wieder ein kleiner Zusatz. Jetzt probieren wir mal die Fersen Richtung Hintern ein bisschen höher anheben. Jetzt könnt ihr die Hände dazwischen legen zum Schutz, aber müsst ihr nicht unbedingt. Einfach hinten die Füße ein bisschen herkaufen. Okay, gut, sehr schön. Nächste Übung ist eine Dehnung für die Oberschenkelvorderseite, Leistenbereich. Wir steigen mit einem Fuß nach hinten. Wir richten den Oberkörper auf. Achtung, wenn euch das Aufrichten weh tut, schaut, dass ihr nicht zu sehr ins Hohlkreuz fällt. Zieht eher die Hüfte ein bisschen vor, dann habt ihr gleich mehr Dehnung. Gut, wir drehen uns dahin, wo der Oberschenkel vorne ist. Ein paar Mal. Schau, dass das nicht eher auf die Fersen ist und das Knie nicht vor die Zehen ist. Und jetzt heben wir mal die Arme und wer will, lehnt sich dabei ein bisschen nach hinten, dann haben wir nur ein bisschen mehr Bogenspannung. Macht es auch ein bisschen auf noch vor dem Training. Gut. Achtung, jetzt hat die fußferne Hand geht zum Boden. Wir drehen die Hand nach oben, die andere, und dann probieren wir mit dem Unterarm Richtung Boden kommen. Und das auch wieder ein paar Mal im Wechsel. Super, wenn es von der Beweglichkeit her dann mit dem Unterarm zum Boden kommt. Ich bin noch ein bisschen entfernt von dem. Gut, ein paar Mal im Wechsel einfach, ganz locker. Und jetzt wechseln wir die Seite. Jetzt steigen wir mit dem anderen Fuß vor und der, was jetzt vorne war, steigt nach hinten. Schöner langer Ausfallschritt, Oberkörper aufrichten und wir drehen den Oberkörper dann wieder dahin, wo der Fuß, der Oberschenkel vorne ist. Sehr schön. Okay, Achtung, Hände wieder nach oben. Und wer will, leicht nach hinten ziehen ein paar Mal. Und jetzt gehen wir wieder mit einer Hand zum Boden, die was weiter weg ist vom Fuß. Und die andere strecken wir nach oben. Und wieder mit dem Unterarm dann Richtung Boden absenken. Auch wieder ein paar Mal das Ganze im Wechsel. Sehr schön. Gut. Stehen wir wieder auf. Letztes Mal joggen wir noch. Wieder ungefähr eine Minute. Gut, Achtung, kleiner Zusatz, wir lassen die Hände noch zusätzlich kreisen, dass wir die Handgelenke noch ein bisschen schmieren, sozusagen. Mal die Richtung wechseln auch zwischendurch. Okay, sehr schön. Pause wieder. Teil 1 vom Aufwärmen geschafft, jetzt kommt Teil 2. Da schauen wir, dass wir noch ein bisschen Spannung in den Körper reinbringen. Gut. Es sind insgesamt 3 Übungen. Wir machen jede Übung 10 Sekunden. Und 2 Minuten lang dann das Ganze. Ich zeige es euch kurz vor. Erste Übung machen wir Liegestütz. Irgendwo auf eine Erhöhung. Das können jetzt ruhig nur leichte sein. Könnt ihr aber auch schon am Boden machen, je nachdem wie euer Fitnesslevel natürlich ist. Übung Nummer 2 ist ein Kniebein.
Das heißt, Hüft- bis Schulterbreiter Stand circa. Fersen bleiben fest am Boden. Spannung im Rumpf. Und wir probieren das Gesäß auf die Bank bringen, aber nicht absetzen, nur mal kurz streifen und dann wieder aufstehen. 10 von der und danach 10 Hampelmänner. Das war's. 2 Minuten lang jeweils 10 Wiederholungen. Achtung, 3, 2, 1 und jetzt macht's mit. 10 Liegestütze, 10 Kniebeugen, 10 Hampelmänner. 2 Minuten lang die Runde über. Ganz locker noch. Das soll uns jetzt noch ein bisschen besser auf den Zirkel vorbereiten. Bei den Kniebeinen schaut drauf, die Fersen bleiben fest am Boden, wir sitzen uns nach hinten. Für Anfängerinnen ist das ganz gut bei der Bank, weil da kann man sich wirklich nach hinten sitzen, ohne dass es einen umhaut. Da ist eh die Bank da. Traut euch ruhig, probiert es aus. Und danach 10 Hampelmänner. Gut, wir haben noch ein bisschen über eine Minute. Wieder 10 Liegestütze. Kein Hohlkreuz bei den Liegestützen. Zieht den Bauchnabel leicht zur Wirbelsäule. Haltet jetzt die Spannung. Sehr schön. Gut, dann wieder die 10 Hampelmänner. Wir gehen schon in die letzten paar Sekunden wieder. Nicht mehr lang. Drei, zwei, eins und Aufwärmen vorbei. Sehr schön. Gut. Okay. Ich zeige euch jetzt die 6 Übungen, alle eine leichte und eine schwere Variante. Und danach macht es dann gleich mit. Erste Übung, Ausfallschritt Lunges. Achtung, rechter Winkel zwischen Ober- und Unterschenkel, hinten und vorne. Das Gewicht geht mittig nach unten, nie nach vorne, so wie ich es jetzt gesagt habe. Rechter Winkel. Zweite Variante ist, wenn du einen Fuß auf der Bank ablegst, mein anderen, mein Standbein ein bisschen nach vorne hopst, sodass die Zehen der vorderste Punkt sind, das Knie ist über dem Sprunggelenk und dann gehen wir da auch hoch und tief. Genau. Eine von beiden Varianten sucht sich aus. Zweite Übung, Liegestütz. Da zeige ich euch heute mal ausnahmsweise 3 Variationen. Variante 1, das ist ein bisschen die leichteste. Der Bank, Achtung, ich hätte gern, dass die Ellbogen nach innen dreht, das heißt die Ellbogen nahe am Körper. Dann geht es ein bisschen mehr auf den Trizeps, die Übung. Da sind sie zwar ein bisschen schwerer, aber ich habe einfach einmal eine andere Belastung. Bauchnabel zieht Richtung Wirbelsäule, Achtung, nicht die Schultern hängen lassen, sondern Brustbeindruck zur Decke. Und dann machen wir schon die Liegestütze, die engen. Das ist Variante 1. Variante 2 war einfach die Liegestütze eben machen, das heißt am Boden, ist ein bisschen schwerer. Oder für diejenigen und euch, die ganz gut beieinander sind oder die einen neuen Reiz brauchen, Füße auf die Bank und wir machen sie mit ein bisschen mehr Gewicht auf die Arme so. Das sucht sich aus, entweder Bank, Boden oder Füße auf der Bank. Gut, die dritte Übung, wir steigen auf die Bank. Wenn ihr es wirklich auf der Bank macht, schaut, dass ihr über die Stützen steigst. Und nicht gerade in der Mitte, vor allem dann, wenn du springst. Variante 2 ist eben das Ganze gesprungen. Achtung, ganzer Fuß krimp auf die Bank und über die Stützen ist gescheiter. Und Achtung, Spannung in die Oberschenkel, fest. Aufstehen und Ohr steigen, ganz wichtig. Und probiert sanft landen, leise. Und ganz wichtig, konzentriert euch. Ich zeige euch was kurz, was passieren kann, wenn ihr euch nicht konzentriert. Bei jedem Sprung aufpassen.
Ja, also konzentriert euch noch, passt es. Übung Nummer 4. Wieder eine Übung für die Arme hauptsächlich. Und zwar Variante 1 ist, lasst die Beine angezogen und wir tippen nach unten, Trizeps drücken. Achtung, ganz wichtig, nicht den Hals einfallen lassen, sondern langen Hals, drückt euch richtig nach oben. Gut, Variante 2 ist einfach die Beine ausstrecken und so die Dips machen. So kommt mehr Gewicht auf die Arme. Gut, sehr schön. Die nächste Übung, Nummer 5, eine für den Bauch. Darf es auch niedersitzen. Wir lehnen uns nach hinten, heben uns bei der Bank fest und ziehen die Füße an und strecken sie aus, eine Ruderbewegung. Genau. Variante 2, wenn es mix, macht es das freihändig und zieht die Hände an, wenn die Füße gestrickt sind. Ruderbewegung. Gut. Nachher die Übung Nummer 6, die letzte von unserem Zirkel, für den Rücken. Und zwar, wir legen uns auf den Bauch, auf die Bank. Könnt ihr auch niederlegen, auch nicht schlecht. Wir geben die Füße auf die Bank, das ist Variante 1, Hände zur Stirn. Und dann drehen wir, Achtung, den Schulterbereich. Nicht den Kopf leicht ran, sondern wirklich links und rechts den Ellbogen zum Himmel heben. Variante 2, Beine anheben. Und der Oberkörper macht die gleiche Bewegung. Gut, das war's. Das machen wir, wie gesagt, 4 Runden lang, immer im Wechsel. 30 Sekunden Belastung, 10 Sekunden Pause. Nach jeder Runde ist ein 30 Sekunden Serienpause. Macht euch bereit. Lunges Übung 1, Liegestütz Übung 2, auf die Bank steigen oder springen Übung 3, Trizeps drücken Übung 4, Bauchübung, Rudern Übung 5 und auf den Bauch legen, Oberkörper anheben Übung 6. 4 Runden, 10 Sekunden, dann starten wir. Macht euch bereit. Achtung, 2, 1 und los geht's. Entweder eben die Lunges steigen oder wer es ein bisschen schwieriger will, macht sie einbeinig. Ganz wichtig, das Knie ist über dem Sprunggelenk, nicht vorne bei den Zehen. Kein zu steilen Kniewinkel. Gut, Leute. 3, 2, 1 und 10 Sekunden Pause. Nächste Übung. Liegestütz, entweder auf der Bank, am Boden oder die Füße auf der Bank. 2, 1, los geht's. Ganz gleich, wie ihr es macht, schaut, dass es anstrengend ist für euch und dass die Spannung im Rumpf halten könnt. Und wenn es zwischendurch mal absitzen müsst, dann ist es so. Auch gleich. Es wollte ja besser werden, vielleicht, vermutlich. Beißt es durch, macht es sauber. Und macht es ein ruhig schwer. Ich sehe, es ist die erste Runde und ich kämpfe auch schon. Achtung, Pause. Gut, 10 Sekunden, nächste Übung. Auf die Bank steigen oder springen. 3, 2, 1, los geht's. 30 Sekunden. Wenn du springst, denkt dran, über die Stützen, nicht gerade in der Mitte. Und wenn es daheim macht, schaut es wirklich, dass der Gegenstand, auf den es aufhüpft oder steigt, stabil steht. Die letzten Sekunden wieder. Es geht wieder hin. 3, 2, 1, wechseln. Gut. Nächste Übung: Trizeps drücken. 3, 2, 1 und los geht's. 30 Sekunden. Entweder Beine angezogen, ein bisschen leichter, oder Beine ausgestreckt. Blick geradeaus und einen langen Hals. Guckt euch gerade nach oben. Die letzten Sekunden. 3, 2, 1, Pause. Gut, nächste Übung, Bauchübung, Beine anziehen.
3, 2, 1 und los geht's. Sehr gut, wenn es jetzt hinten die Bank im Weg ist, macht es einfach seitlich. Dann haut das Ganze auch gut hin. Die letzten Sekunden wieder. 2, 1, Pause. Gut. Die letzte Übung von der ersten Runde. Auf den Bauch legen. Oberkörper anheben und links und rechts drehen. 2, 1, los geht's. Wenn ihr ein bisschen mehr Spannung haben wollt, das heißt, beziehungsweise wenn die Oberschenkel, Rückseite und Gesäß auch mithelfen sollen, dann hebst du die Beine einfach mit an. Sehr gut, heute doch noch ein bisschen. Die letzten Sekunden, 3, 2, 1, Pause. Gut, erste Runde geschafft, 30 Sekunden Pause, nur 3 Runden. Gut, Leute. Achtung, macht euch schön langsam wieder bereit für Runde 2. Erste Übung wieder Lunges. 4, 3, 2, 1 und los geht's. Entweder einbeinig, dann nochmal das Bein wechseln oder links und rechts abwechselnd vorsteigen. Sehr gut, die letzten Sekunden wieder. 3, 2, 1, Pause. Zweite Übung wieder Liegestütz. Entweder auf Erhöhung am Boden oder mit den Füßen auf der Erhöhung. Achtung, los geht's. Gut, heute jetzt durch ein bisschen. Jede Wiederholung zählt. Die letzten Sekunden. 3, 2, 1, Pause. Gut. Nächste Übung wieder hoch und tief steigen oder springen. 3, 2, 1 und los geht's. Und da wieder, wie gesagt, konzentriert euch bei jedem Sprung. Nicht so fein, wenn man da am Schienbein entlang schritt, wenn man ausrutscht. Konzentriert euch. Die letzten Sekunden. 2, 1, Pause. Gut. Nächste Übung, Trizepsdruck. 3, 2, 1 und los geht's. Gut, Leute, es geht schon wieder in die letzten Sekunden. 2, 1, Pause. Gut. Wieder die Bauchübung, die Ruderbewegung. Entweder mit Festheben auf der Bank. 2, 1, los geht's. Oder freihändig, wenn die Arme mitgehen. Die Arme sind gestreckt, wenn die Beine angezogen sind. Gut, Leute, ein bisschen noch. Drei, zwei, eins, Pause. Wieder auf den Bauch legen. Drei, zwei,
Eins und Oberkörper anheben. Und links und rechts, Ellbogen Richtung Himmel heben. Die letzten Sekunden schon wieder. 3, 2, 1 und Runde 2 auch geschafft. Gut. Sehr schön. Gut, die erste Übung sind dann eben wieder die Lunges, einbeinig oder abwechselnd. Man macht es auch bereit hin und zum wieder Achtung. 10 Sekunden noch. Drei, zwei, eins und los geht's. 30 Sekunden wieder. Schau es auch von rechts. Winkel zwischen Ober- und Unterschenkel. Und dass die Knie, das Knie nicht über die Zehen raus ist jetzt. Wir haben es gleich wieder. Achtung, haltet es noch ein bisschen aus. 3, 2, 1, Pause. Nächste Übung, Liegestütz. Bank oder Boden. Achtung, los geht's. Haltet die Spannung im Rumpf und im Schulterbereich nicht einfallen. Lieber mal kurz auslockern und dann gerne wieder ein paar Scherne. Achtung, wir haben es gleich wieder. 2, 1, Pause. Gut, geht dahin. Nächste Übung. Steigen oder springen wieder. Achtung. 2, 1, los geht's. Konzentriert euch. Ganzer Fuß ist auf der Bank. Ganz auf, ganz flächig auf die Bank auf. Die letzten Sekunden schon wieder. 3, 2, 1, Pause. Gut. Trizeps drücken. Achtung, 3, 2, 1, los geht's. Tief absinken, wie es geht, wie es die Schulter vertragen und dann nach oben drücken, lang machen. Haltet es durch, wir haben nicht mehr so lang. 3, 2, 1, wechseln, Bauchübung. Gut. Drei, zwei, eins, los geht's. Wenn die Füße gestrickt sind, sind die Arme angezogen. Sehr schön, Leute. Ein bisschen noch. Drei, zwei, eins, Pause. Gut. Nur mal die Rückenübung, wir legen uns wieder auf den Bauch. Zwei, und los geht's. Sehr gut. Denkt dran, die Stirn dickt fest auf die Hände. Wir drehen uns im Schultergürtel. Die letzten Sekunden wieder. 2, 1, Pause. Gut. 30 Sekunden Pause. Dann haben wir allein noch eine Runde. Gut, geht dahin. Ich nehme mal lang.
Erste Übung sind dann wieder die Lunges, die Ausfallschritte. Macht euch bereit. 10 Sekunden noch. Drei, zwei, eins, los geht's. Oberkörper möglichst aufrecht. Das Knie bleibt über dem Sprunggelenk. Und wir gehen hoch und tief. Gut, Leute. 3, 2, 1, wechseln. Gut, Liegestütz wieder. Entweder erhöht am Boden oder die Füße erhöht. 3, 2, 1, los geht's. Letzte Runde, gib's nochmal ein bisschen Gas. Das haben wir gleich. Denkt dran eng, die Ellbogen sind Richtung Körper, nicht nach außen dran. Die Oberarme am Körper. Haltet's durch noch ein bisschen. Die letzten Sekunden. 2, 1, wechseln. Gut. Nochmal steigen oder springen. 3, 2, 1, los geht's. Konzentriert euch bitte bei dem Springen. Die letzten Sekunden wieder, bleibst drunter ein bisschen. 3, 2, 1, Pause. Gut. Nächste Übung wieder Trizeps drücken an der Bank. 3, 2, 1, so geht der hin wieder. Hoch und tief an der Bank. Sehr schön, Leute. Haltet's durch. Die letzten 2, 1, Pause. Gut. Jetzt haben wir allein nur 2 Übungen, dann ist es geschafft. Die Ruderbewegung wieder. Achtung, 3, 2, 1, los geht's. Vorletzte Übung. Gut, ein bisschen noch beißen, Krämpfs. Drei, zwei, eins, Pause. Gut. Einmal umdrehen, Bauchlage, nochmal die Rückenübung zum Schluss. Achtung, 3, 2, 1, los geht's. Gut, schöne Rotation im Oberkörper. Die Stirn bleibt aber auf die Hände picken. Halswirbelsäule ist möglichst entlastet. Und auf wie mit der Brust anheben, Oberkörper. Gut. Endspurt, Leute. Drei, zwei, eins, aus ist. Gut. Geschafft. Sehr schön, Leute. Wir haben's. Wenn ihr gerade beim Spaziergang seid, der Weg heim, der reicht vollkommen als Cool-Down-Phase, dass der Kreislauf wieder ein bisschen hochkommt. Wenn ihr bei Enkel daheim seid, macht es einfach nochmal ein bisschen mit. Ich mache nichts Besonderes mehr, ganz locker, einfach gemütlich. Die Atmung beruhigen, ein paar Mal tief ein- und ausatmen. Und ein, zwei Übungen mache ich, was für den Rücken ganz fein sind. Wenn ihr es außen gemacht habt, schaut, dass die Bank wieder halbwegs sauber hinterlasst, bitte. So wie sie sich auch vorfinden möchtet. Gut, jetzt bleiben wir mal stehen und drehen den Oberkörper. Die Hände lassen wir einfach baumeln. Wenn es schon ein paar Mal bei mir war,
oder ein paar Videos gemacht habt von mir, dann wisst ihr, dann kennt ihr die Übung. Eine von meinen Lieblingen, weil sie so gemütlich ist. Alles ganz entspannt jetzt zum Schluss. Gut. Jetzt nutzen wir es nochmal aus, dass wir eine Bank haben. Wir stützen uns, stellen uns ein bisschen nach hinten und probieren ein bisschen die Brust Richtung Boden absenken. Und wenn es mögt, drehen Sie ihn einmal nach links und nach rechts. Das heißt, einmal geht die rechte Schulter zum Boden, einmal die linke. Die nächste, ganz fein für den unteren Rücken. Wir sitzen uns nach unten. Wir lassen uns jetzt nochmal ein bisschen einhängen. Ihr könnt auch noch ein bisschen vorsteigen mit den Füßen. Einfach ein bisschen hängen lassen. Probiert es entspannen in der Position. Ein paar tiefe Atemzüge wieder. Wenn es draußen seid, genießt die frische Luft. Gut, und wie immer die Abschlussübung: einatmen, strecken, ausatmen, nach unten durch. Zwei, drei Mal noch und dann lassen wir es gut sein. Ich bedanke mich wieder herzlich fürs Mitmachen. Ich hoffe, euch ist gut gegangen. Lasst es mich wissen, bitte in die Kommentare, hat es Besonderheiten gegeben, wie es euch gegangen mit Übungen, was zeigt oder nicht. Und ich wünsche euch alles Gute dabei. Bis bald, macht es gut.